Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen! Neues Eternal Evolution Video und die Patch Notes für morgen Donnerstag, den 27. sind am Start. Ja, und wir haben ja schon mitbekommen, Dominik, dieser Nachtninja, wird im Banner sein. Genauso wird Vecnos, dieser Tank Hero, auf dem Rise of Heroes Event kommen. Das hatte ich auch schon vermutet. Und ist alles bestätigt. Wir gehen mal rein hier. Neue Events und Event-Optimierungen. Wer halt die Videos von Dominik oder Vecnos noch nicht gesehen hat, der muss die halt da gucken. Da ist alles über die Helden auch erklärt, was die für Skills und so weiter haben. Das steht hier nämlich in den Patch-Notes nicht mehr drin. So. Auf den meisten Servern wird ein neues begrenztes Rekrutierungsevent eröffnet. Während des Events könnt ihr Dominik, Surietta und Herkules zu höheren Raten rekrutieren. Dann wird nochmal ein weiteres Banner aufgemacht, in dem man Pandemonium bekommen kann, den Tank, der auch sehr, sehr stark ist, Mephiro und Rakana. Das geht 7 Tage und das andere Banner wie üblich 2 Wochen. So, auf einigen Servern wird ein neues Ereignis, Gemusos Glocke, wieder eröffnet. Während des Events könnt ihr die Eventgegenstände benutzen, um Belohnungen aus dem Glücksrad zu ziehen. Die Hauptbelohnungen dieses Ereignisses werden Dominik, Pandemonium und Universalkristalle geändert. Da kommen wir gleich später zu. Diese Kristalle sind neu. Und die kriegt man im Terradome EX3. Und ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt da der Rot-Prototyp hier raus ist. Was haltet ihr davon? Ich finde es blöd. Ich habe gerne hier noch einen roten Prototyp gezogen, weil ich der Meinung bin, rote Prototypen sind mittlerweile sowieso so selten zu bekommen und schwer dran zu kommen, dass man da wenigstens mal mit Glück vielleicht einen bekommen kann. Finde ich schlecht, blöde die Änderung irgendwie. Naja. Auf einigen Servern wird ein neues Ereignis, Versammlung der Details, eröffnet. Die Hauptbelohnung dieses Ereignisses lauten Kalasa-Kopien, verrostete Ausrüstung, Diamanten und mythische Runen. Mythische Runen sind die roten, ne? Na kurz. Jo, das sind die roten. Das ist nice. Rote Runen nehme ich immer sehr, sehr, sehr gerne mit. Dann gibt es auch hier ein komplett neues Ereignis. Premium-Entwicklung. Wird auf einigen Servern eröffnet. Die Hauptbelohnung dieses Ereignisses werden in Dominik-Kopien geändert und die höchste Belohnung wird in Nordthayen geändert. Andere Belohnungen werden ebenfalls angepasst. Premium-Entwicklung. Ich stelle mir da vor, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich stelle mir vor, dass man da irgendwelche, dass man Helden hochleveln muss. Ähnlich wie, weiß ich nicht, wer Raid Shadow Legends kennt, da gab es auch immer so ein Champion-Trainings-Event, dass das irgendwie so ähnlich ist, dass man Leute evolven muss oder... Ich habe keine Ahnung, dann werden wir sehen, was das genau ist. Das steht auch leider nicht mehr zu dem Event. Es geht auch 7 Tage lang. Mal abwarten. Dann auf dem meisten Server wird die neue Saison des Aufstiegs der Helden eröffnet, also Rise of Heroes, wo man den Vecnos, den neuen Helden, bekommen kann. Das dauert wieder 2 Wochen. Ein neues Elite-Kapitel-Ereignis wird auf den meisten Servern auch eröffnet. Die Hauptbelohnungen dieses Ereignisses sind überraschenderweise Pandemonium und der göttliche Prototyp Gesellschaft der Helden. Ist das ein neuer? Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Gesellschaft der Helden. Das hört sich nach einem neuen an. So, Anpassung und Optimierung der Spielinhalte. 3 neue epische göttliche Prototypen wurden hinzugefügt. Einmal das Dornenschild. Vorhalthelden verteilen 35% des erlittenen Schadens in den nächsten 8 Sekunden. Das ist der Level 6 Effekt. Das ist quasi eine schwächere Variante vom Prism Schild oder Prism Amulett. Und dann kommen wir hier. 2 Ausgleicher. Summoner Helden verteilen 20% des erlittenen Schadens an ihre beschworenen Kreaturen. Auch der Level 6 Effekt. Wir können das hier mal gucken, das sind die sind schwächere Versionen von einmal vom Prison Amulett, das macht ja bei Level 6 65% und einmal die schwächere Version vom Ruler's Ring, der macht ja auf Level 6 quasi 40%. So, wieder zurück in die... Wie gesagt, Ruler's Ring macht ja 40% und die schwächere Version macht quasi die Hälfte davon, 20%. Dann Schärfe des Overlords. Zu Beginn des Kampfes reduzieren Assassinenhelden den Schaden um 50%. Dieser Effekt nimmt über 25 Sekunden allmählich auf 0% ab. Level 6. Das ist auch von dem neuen Assassinen Cape die schlechtere Variante
Der Assassinen-Ding macht ihr auf Level 6 quasi 100% und der Effekt nimmt ab und dann heilen sie sich nochmal. Ja, zwei neue Gegenstände, da sind wir schon ein bisschen drauf zugekommen. Der Universalkristall und der Universalkristallsplitter werden ins Spiel implementiert. Der Universalkristall, er kann als Verbesserungsmaterial für göttliche Prototypen verwendet werden. Auch für epische göttliche Prototypen. Das heißt, so ist so ein Aufwertungskristall, es gibt keine weiteren Details, aber die werden wahrscheinlich die Prototypen verstärken. Sowas in der Richtung habe ich schon mir gedacht, dass sowas kommen wird. Und ja, ist jetzt auch anscheinend dann am Start ab morgen. Die Splitter funktionieren wie alle Splitter. Wenn man 60 Splitter hat, kann man einen kombinieren, ein Kristall. Ich denke mal, die Splitter wird man in den X3 Stufen und so weiter vom Terradome, Terrakuppel bekommen. Denn hier kommt es, die X-Stufen der Terrakuppel wurden hinzugefügt. Einige neue Belohnungen wurden hinzugefügt. Neue epische göttliche Prototypen, die hatten wir ja. Einschließlich Dornschild, Gleichmacher, Schärpe des Overlords und der neue Gegenstand universale Scherben kann man dort bekommen. Ja, das haben wir uns gedacht. Der Kreiseffekt auf allen EX-Stufen der Terrakuppel wurde verbessert. Die aufladenden Fähigkeiten werden daran gehindert, den Kreis zu betreten, während die Teleportationsfähigkeiten davon nicht betroffen sind. Mit aufladenden Fertigkeiten sind Displacement Skills gemeint. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf quasi, wen das betrifft. Um den Aufladungseffekt von Teleportationseffekten zu unterscheiden, wurde die Beschreibung einiger Helden optimiert. Die Helden, deren Fertigkeiten den Aufladungseffekt haben, sind Leo kann nicht in die Kuppel rein, Guan Yu kann nicht in die Kuppel rein, Creed kann nicht in die Kuppel rein, Arthas kann nicht in die Kuppel rein, Amish, Taylor, Northayan, Rez und Nafeng und Mukka. Die Helden könnt ihr jetzt quasi im Terradome EX vergessen. Die einzigen Helden quasi, die man da spielen kann, sind Rickard, Randall, Bailey Hudson, Rakana, Nabela und Dominik der Neue überraschenderweise. Und natürlich die Supporter und so weiter und so fort, ist ja klar. Da werde ich morgen auch wieder Videos machen zur Terrakuppel, zu den EX-Stufen, also könnt ihr euch schon mal wieder drauf gespannt machen. Ja, die Fertigkeiten der oben genannten Helden ändern sich nicht, nur die Beschreibung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Heldenfertigkeiten der Stufe SSS erscheinen, wenn 0 Attribute im Commander Purification gesperrt sind, wurde erhöht. Da hatte ich gestern noch mit meinem Gildenmitglied SW gesprochen. Der hatte, glaube ich, irgendwie 200, also ja, natürlich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ganz oft quasi Revolt mit 0 Attributen und hat nie SSS Commander bekommen. Und jetzt wird die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ja, das war wohl anscheinend direkt ein bisschen. So, die Filterfunktion für die Ausrüstung wurde optimiert. Dann Fehlerbehebungen, Bugfixes. Das Problem der falschen Beschriftung des Karmesin Rot Sets und des Roulette der Wahrheit Sets im Interface der Schmelzausrüstung wurde behoben. Das Problem, dass die Helden in der registrierten Aufstellung nach dem Gilde gegen Gildekampf nicht als Hyper-Evolutionsmaterial verwendet werden können, wurde behoben. Das Anzeigeproblem von Mirandas Animation im Hyper-Evolutions-Interface wurde behoben. Ja, das war's quasi für die Patch-Notes für morgen. Bin sehr gespannt, freue mich auf Terrakuppel. Wieder ein bisschen rumprobieren und euch ein geiles Line-Up präsentieren. Hoffe, euch hat das Video zum Patch-Notes gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo auf dem Kanal und ja, verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.